wo die Europäische Union den einzelnen Mitgliedstaaten ihre Autonomie lässt, das ist bei der Behördenorganisation. Das heißt, jedes Land kann sich das so regeln, wie das den jeweiligen Verhältnissen am besten entspricht. Das ist ja klar, weil ein kleines Land wie Luxemburg wird andere Voraussetzungen zu erfüllen haben als große Flächenstaaten wie Deutschland oder beispielsweise Spanien. Mhm. Wichtig ist, dass in der Kontrolle gleiche Maßstäbe gesetzt werden. Wichtig ist, dass Schwerpunktaktionen europaweit gemeinsam gefahren werden. Wichtig ist, dass bei den Methoden der Kontrolle eine Vereinheitlichung stattfindet. Wichtig ist, dass überall dokumentiert wird, wie, was, wann kontrolliert wird. Und ganz besonders wichtig ist, dass die Einhaltung dieser Vorschriften laufend und sehr streng überprüft wird. Dafür hat die Europäische Union eigene Behörden geschaffen, die schauen sich das ganz genau an, dass die Lebensmittelkontrollsysteme der Mitgliedstaaten zwar nicht identisch sind, aber dass sie gleichwertig arbeiten. Jetzt kurz auf die jüngsten Ereignisse. Was wäre Ihr oder wo sehen Sie von Ihrer Seite her noch die Schwachstellen und wo wären konkrete Maßnahmen, die man jetzt umsetzen muss? Ich meine, das, was Sie jetzt uns auch gesagt haben, sind schon einmal gute Ansätze. Nur wo liegen die Schwachstellen, dass wir eigentlich als Konsumenten, nämlich wir alle, immer wieder kontinuierlich mit Lebensmittelskandalen konfrontiert sind? Wo müsste man konkret jetzt ansetzen? Wir haben heute ein Lebensmittelangebot, das so vielfältig ist und so abwechslungsreich wie nie zuvor. Was brauchen die Konsumenten? Sie wünschen sich Orientierung, sie wünschen sich Klarheit. Darauf geben wir als AMA Marketing eine ganz, ganz zugespitzte Antwort. Dem AMA Gütesiegel können Sie vertrauen. Das rot-weiß-rote AMA Gütesiegel steht für österreichische Herkunft, bei Fleisch, für Ware, bei der das Tier in Österreich geboren worden ist, in Österreich aufgezogen, in Österreich gemästet, bei Milch für gentechnikfreie österreichische Milch und wenn es um ein Fruchtjoghurt geht, wird österreichische Frucht verwendet, soweit das möglich ist. Bananen wachsen natürlich nicht in Österreich, Mango wächst nicht in Österreich, das darf aus dem Ausland bezogen werden. Aber steht Österreich für Qualität 1:1? Österreich steht 1:1 für Qualität, das ist keine Frage, denn die österreichischen Lebensmittel sind im Ausland anerkannt, beliebt in der ganzen Welt, in 160, 180 Ländern der Welt greifen die Konsumentinnen und Konsumenten tagtäglich zu österreichischen Produkten. Die österreichische Lebensmittelwirtschaft hat im Export einen Erfolgszug, den ihr andere Branchen erst nachmachen müssen. Österreichische Lebensmittel stehen für die Reinheit unserer Natur. Österreichische Lebensmittel stehen für das Können unserer Meister, unserer Bauern und unserer Verarbeitungsbetriebe. Also könnte man davon ausgehen, dass bei österreichischen Lebensmitteln es keinen Skandal geben kann? Österreichische Lebensmittel sind sehr, sehr streng kontrolliert. Die österreichischen Betriebe wenden Systeme an, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Qualität gewährleisten. Wenn wir die gesamteuropäische Situation nehmen, es sind auf den europäischen Märkten, da gibt es unterschiedliche Schätzungen, zwischen 250.000 und 450.000 einzelnen Artikeln in den Regalen. Wenn man dem gegenüberstellt, bei wie vielen Lebensmitteln es nur Probleme gibt, dann ist das ein verschwindender Promillsatz. Das heißt, man kann mit Fug behaupten, Lebensmittel und natürlich ganz besonders österreichische Lebensmittel sind so sicher wie nie zuvor in der Geschichte und sie werden jedes Jahr sicherer. Lebensmittelskandale, Lebensmittelkrisen, die auftreten, sind in vielen Fällen der Beweis dafür, dass die Kontrollen funktionieren. Es gibt, so denke ich, einige Beispiele dafür. Nehmen wir das Thema Pferdefleisch. Das sind
Skandale, die wären vor wenigen Jahren noch gar nicht aufgedeckt worden, weil ganz einfach die Kontrolle nicht so weit entwickelt war und die Kontrollmöglichkeiten nicht so weit gegangen sind wie heute. Heute sind wir in der Lage, solchen miesen Situationen auf die Spur zu kommen und das aufzudecken. Kommen wir jetzt abschließend noch kurz zur Qualität und zu den Inhaltsstoffen, also eigentlich auch zu der Entwicklung der Lebensmittel selbst. Was ist Ihrer Meinung nach oder aus Ihrer Sicht ein qualitatives Lebensmittel? Ja, Lebensmittelqualität ist eine Frage, die die Konsumentinnen und Konsumenten tagtäglich zu beantworten haben. Worum geht es den Leuten? Die Österreicherinnen und Österreicher sind vor allem Riesenlokalpatrioten. Sie kaufen sehr, sehr gern österreichische Ware ein. Das hat sich vor allem nach dem Beitritt zur EU gezeigt. Nach einem ersten Ausprobieren von importierten Lebensmitteln sind die Österreicherinnen und Österreicher wieder ganz stark zur heimischen Produktion zurückgekehrt. Und dann schätzen sie die Frische, die Naturbelassenheit von unseren Lebensmitteln. Sie schätzen ganz besonders, wenn Lebensmittel so etwas wie eine Geschichte erzählen, wenn ein Gesicht dahinter steht, wenn sie Persönlichkeit haben. Und das ist bei unseren Fleischwaren, bei unserem Fleisch, bei unseren Milchprodukten und bei unserer Milch, bei heimischem Obst und Gemüse natürlich ein klasse Beispiel, wo man zeigen kann, dass die Konsumentinnen und Konsumenten da immer wieder sehr gerne hingreifen und sich auch wohlfühlen damit. Das spricht dann irgendwie so für die Qualität? Ich denke, Qualität ist eine Eigenschaft, die die Konsumentinnen und Konsumenten mit ihrer Kaufentscheidung bewerten. Dass die Wirtschaft dahinter viel zu leisten hat und viel richtig machen muss, damit Qualität von Haus aus in den Lebensmitteln drin ist, das ist das zweite Thema. Mhm. Und da gibt es in Österreich und speziell bei uns, bei der AMR Marketing, sehr, sehr strenge Richtlinien. Österreich hat ein striktes Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz. Die Qualitätsregelungen für Lebensmittel finden sich zunächst im österreichischen Lebensmittelkodex, der eine Tradition von 120 Jahren hat und der seit dem 19. Jahrhundert für ein hohes österreichisches Qualitätsniveau steht. Und die AMR Marketing steht für den Feinkostladen Österreich, wenn wir bei landwirtschaftsnahen Produkten und bei landwirtschaftlichen Produkten Richtlinien haben, die sicherstellen, dass die Konsumentinnen und Konsumenten, die sich für Qualität entscheiden möchten, auch das bekommen, was auf dem Produkt mit dem AMA-Gütesiegel signalisiert wird, nämlich eine Qualität, die weit über das Gesetz hinausgeht, die über den Kodex hinausgeht, die in unseren öffentlich zugänglichen Gütesiegelrichtlinien niedergelegt ist und die täglich kontrolliert wird. Jetzt wurde ja auch dieser Kodex quasi für von der WHO ja auch weltweit sozusagen den Ländern nahegelegt. Wir haben jetzt auch in unseren Supermärkten schon sehr, sehr viele frische Produkte, also vor allem so Obst und Gemüse, auch aus anderen Ländern. Es ist jetzt so, dass sich schon viele Konsumenten beschweren, dass eigentlich irgendwie in den Lebensmitteln nur mehr sehr wenig Inhaltsstoffe drinnen sind, dass sehr wenig Vitamine drinnen sind, dass eine teils unnatürlich anmutende Haltbarkeit die Tomaten und Äpfel haben. Wie ist das erstens zu erklären und wie schaut es da eigentlich mit der Qualität aus und wie nutzt eigentlich die AMR Marketing bzw. die österreichischen Produkte diese unterschiedliche Qualitätsvielfalt in den Supermärkten? Wir stehen für österreichische landwirtschaftliche Produkte und bei uns ist 100% Österreich drin, österreichische Qualität, österreichische Wertschöpfung und österreichische Kontrolle. Das heißt, in den österreichischen Produkten ist mehr Vitamine und mehr Nährstoffe drinnen, wie jetzt bei den Tomaten aus Spanien zum Beispiel? Die Frage des Vitamingehaltes
hängt stark damit zusammen, wie rasch ein Lebensmittel zur Verbraucherin, zum Verbraucher kommt. Und da spielt natürlich die Regionalität und die Nähe zwischen Produktion und Verarbeitung, Verbrauch im Haushalt eine ganz entscheidende Rolle. Darum ist das österreichische frische Angebot, sind österreichische Äpfel, Birnen, österreichische Paradeiser, österreichische Kartoffel natürlich für die österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten maßgeschneidert, wenn sie sich um Qualität, wenn ihnen Qualität wichtig ist. Eine abschließende Frage jetzt, Herr Dr. Blass. Welche Maßnahmen und Strategien wird die AMA zukünftig verfolgen, um die Qualitätssicherung zu steigern und um auch irgendwie so den österreichischen Lebensmittelmarkt zu stärken? Die AMA Marketing steht seit ihrer Gründung für ein hochwertiges, streng kontrolliertes Angebot an landwirtschaftlichen Produkten aus Österreich. Das wird sich nicht ändern. Wir müssen jeden Tag neue Entwicklungen verfolgen und uns überlegen, wie wir auf solche Entwicklungen reagieren können, in der Kontrolle, bei den Anliegen und Ansprüchen der Konsumenten, bei der Deklaration der Produkte. Das heißt, die Weiterentwicklung erfolgt vor allem dort, wo es um Sicherstellung der hohen Qualität geht, wo es um die Kontrolle der hohen Qualität geht, aber der österreichische Apfel bleibt der österreichische Apfel und das österreichische Rindfleisch bleibt das österreichische Rindfleisch. Da ändert sich nichts. Okay, bedanke mich für das Gespräch, Herr Dr. Blass.